Erstmal guten Tacho. Ich mache hier gerade ein bisschen Pause. Hab gerade mal Akku gewechselt. Ich hoffe, der nimmt auf. Ich muss mal eben gucken, ob er aufnimmt. Ja, nimmt auf. Akku ist auch voll. So gut wie voll. Ah ja, Handy kann wieder dahin. Ich habe nämlich eben schon ein Video aufgenommen. So eine kleine, grobe Kurzanleitung, wie man, ich sag jetzt mal, Kontakt zu einem Motorradclub aufnimmt und wie man einem beitritt. Und ja, jetzt mal so ein bisschen so das nächste, ich sag mal, das nächst höhere Thema. Gerne zu dieser Bank hier. Weiß gar nicht warum. Ich bin auch noch nie hier rechts gefahren. Ich fahre jetzt hier einfach mal rechts. Und ich habe so eine gründliche Bank, wo man mit. Ich mag so Orte, wo du mit dem Moped direkt einfach anhalten kannst. Um mal, sage ich mal, Akku zu wechseln. Keine Ahnung, einfach mal Päuschen machen. So, nächstes Thema, was ich so hab. Ich weiß nicht, ich glaube die Leute von euch, die zugucken und im Club sind, haben das ja alle selber mitgekriegt. Und richtet sich auch an so Leute, die das nicht mitgekriegt haben, was sowas eventuell irgendwann mal vorgehabt hätten oder vorhaben. Wie gründet man einen Motorradclub? Ist eigentlich ein schwieriges Thema, gerade in der heutigen Zeit. Und je nachdem, aus welcher Ecke ihr gerade kommt und wo ihr wohnt, es gibt viele Ecken, gerade hier so Ruhrpott und so, wo das sehr dicht beieinander ist, da rate ich es den wenigsten Leuten, gerade Leute, die sowieso die gar keine Ahnung von der Szene haben, irgendetwas zu gründen, was wo MC hinten drauf steht und schon gar nicht mit 1% und so weiter. Da rate ich nur ganz vorsichtig von ab. Mehr kann ich kann es gar nicht anders beschreiben. Lasst den Scheiß bleiben. Solltet ihr aber mal vorhaben, was Eigenes zu gründen. Jetzt fängt er auch noch an zu pissen hier. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Oder? Habe ich nur Dreck auf der Linse? Das kann auch sein. Das sind nur tote Fliegen. Ich dachte, das ist Regen. Egal. Solltet ihr wirklich, ich sage jetzt mal, es ist schwierig zu sagen, da und da solltet ihr keinen Club gründen. Oder dort kann man irgendwas machen. Ich sage euch mal so einen groben Weg oder so eine grobe Richtung, die ihr machen könntet. Wie gesagt, die ihr machen könntet. Nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, was ich euch jetzt hier erzähle. Und auch nicht, dass es überall so erlaubt ist oder geduldet wird. Sondern ich sage euch, wie ich das machen würde, anhand der Erfahrungen, die ich gesehen habe, wie es nämlich nicht funktioniert und wie es auch vor allen Dingen schief geht. Und wie es eigentlich, wenn man das vorhat, in der Szene am ehesten akzeptiert wird und gesehen wird. Also, ich sage jetzt mal, ihr seid wirklich ein gutes Grüppchen, die schon wirklich eine Zeit lang miteinander fahren und habt euch gedacht, im Idealfall ist es so, dass der eine oder andere von euch schon Club-Erfahrung hat. Ich sage euch, das ist ein Idealfall, weil dann fallt ihr nicht auf die Schnauze. Dann ist ich glaube, für diejenigen ist das Video auch schon fast uninteressant, weil die kennen das alles. Im Nicht-Idealfall und ihr seid komplett grün hinter den Schnabeln und habt trotzdem Bock, was Eigenes zu gründen und wollten, ich sag jetzt mal, was Gemeinschaftliches, ist ja erst eigentlich ja nicht verkehrt. Ich sag jetzt erstmal, warum ich davon grundsätzlich erstmal abraten würde, das als Motorradclub zu betiteln. Obwohl, nee, das passt ja eigentlich genau, wie ich das ja dann erkläre. Dann kann ich euch das direkt erklären, warum. Ich sage es mal, ihr seid wirklich so 10 Männekes. Keiner von euch hat großartig so Erfahrung damit. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Freund oder Bekannten, der in so einem Club drin ist und kennt nur Geschichten. Selber habt ihr aber kaum irgendwo, ich sage jetzt mal, Erfahrungen oder Wissen darüber. Und ihr sagt euch, eigentlich haben wir da so gar keinen Bock drauf, wie andere das machen. Wir sind genug Männer für uns selbst. Wollen für uns selbst was machen
ohne jemand anderen auf die Füße zu treten. Der Gedanke, ich kann ihn nachvollziehen, und der Gedanke ist auch nicht verkehrt. Genau dafür habe ich ein paar Worte hier. Ich würde an eurer Stelle, und das sagen eigentlich auch gerade diese ganzen großen Facebook-Gruppen und großen Clubs, die ansässig in eurer Region sind, wobei das eigentlich, wenn man sowas macht und in diese Szene so eintreten möchte, muss man so ein bisschen Grundwissen darüber haben. Und dieses Grundwissen kratze ich heute in diesem Video mal an. Ihr seid jetzt 10 Mann, sag ich mal, und habt halt Bock auf sowas und wollt nicht mit den 10 Mann irgendwo reingehen, sondern ihr wollt für euch was machen. Ich würde euch raten, dass ihr folgenden Weg geht, und zwar ihr fahrt mit den 10 Mann oder wie viele dann auch immer können, die ganzen in eurer Region umliegenden Clubs ab, und zwar über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ich sag jetzt mal, dass das ganze Ding mal so ein Jahr dauern oder wie auch immer, ein Dreivierteljahr, ein Jahr, so grob. Fahrt ihr die ganzen Clubs ab, wenn die Partys haben, sucht das Gespräch mit jemandem, der was zu sagen hat, wie Präsident, Vizepräsident, Secretary oder was auch immer, und redet so ein bisschen über euer Vorhaben, sagt ganz frei raus, jo, wir sind ein paar Männekes, wollen jetzt hier nicht so ein Club, das, was ihr auf jeden Fall vorhabt. Ihr sagt, wir sind ein paar Mann, ne, wollen was Eigenes, Kleines für uns gründen, ohne da jemand auf den Schlips zu treten und so. Wir haben die und die Vorstellung. Sag erstmal, wir machen gemeinsam solche Touren, sitzen dann abends zusammen in der Garage oder was auch immer. Und fertig, immer. Dass ihr das vielleicht eventuell im Idealfall sogar schon seit Jahren macht und dazu euch aber jetzt entschieden habt, das unter einer gemeinsamen Flagge, sage ich es jetzt mal, unter einem gemeinsamen Namen zu machen. Und vielleicht habt ihr euch sogar schon was überlegt, wie ihr euch nennen wollt. Ich sag mal, die starken Parkwächter. Jetzt kommt das wieder. Ihr habt euch die starken Parkwächter genannt. Ich kann nicht mehr, ich fall gleich von der Halle runter. Wie kann ich mit mir selber nur so viel Spaß haben? Ich kack hier ab, ey. Okay, ich sag mal, ihr habt euren Namen, die starken Parkwächter. Und ja, habt vielleicht, ja klar, ihr habt eure Gruppen, wo ihr untereinander kommuniziert. Das ist ja sowieso uninteressant für so Clubs und so, ne? Aber vielleicht habt ihr euch sogar schon, weiß ich nicht, irgendwie ein Logo überlegt. Und da müsst ihr aber auch euch im Vorfeld schlau machen. Was gibt es für Logos? Welche Clubs gibt es? Nicht, dass ihr euch da irgendwo schneidet und dann, wenn ihr schon starke Parkwächter habt, nicht, dass ihr mal so ein Parkschild auf den Kopf bekommt. Ne? Also ihr müsst euch wirklich ganz genau überlegen, was ihr da macht. Und gerade auch so umliegende Clubs, aber eigentlich so, würde ich auch ein bisschen breiter gucken, was gibt es für Clubs, was gibt es für Logos. Ja, sowieso fahrt ihr so mit ohne irgendwas drauf, irgendwo hin. Was ich auf jeden Fall überhaupt nicht empfehlen würde, wenn ihr gerade in der Gründung seid, in der Gründungsphase, in diesem, ich sag jetzt mal, Roundabout-Jahr, wo ihr die ganzen umliegenden Clubs und Partys abklappert und euer Vorhaben preisgibt. Macht nichts hinten drauf, schreibt kein MC, nichts drauf. Ihr seid quasi eine Interessengemeinschaft sozusagen. Man könnte, manche machen sich sogar ein IG-Logo. Was in meinen Augen eher ein bisschen ja, witzlos ist, keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen, einen auf Rockerclub machen und sich dann IG nennen, geht nicht. Also lass das Logo, also ne, es gibt ja MC, was für Motorcycle Club steht. Und das ist ja das immer dieses, die zwei Buchstaben, die meistens irgendwo neben dem Color hinten drauf stehen. Oder, und dann gibt es noch MF für Motorradfreunde, das ist eine abgespecktere Version. Und dann gibt es sogar, also ist klar, was eine Interessengemeinschaft ist, ne, das wissen wir alle. Ihr habt die gleiche Interesse und so fangt ihr wahrscheinlich dann auch an. Ne, wenn ihr noch nichts habt und so, dann seid ihr einfach eine Interessengemeinschaft. Das ist genauso wie, als wenn ihr euch jetzt jährlich
zum Bowlen irgendwo trefft, das ist auch eine Interessengemeinschaft fürs Bowlen. Also dafür muss man kein EG-Logo irgendwo drauf knallen. Ist sowieso so ein bisschen, naja, wird eher belächelt als alles andere. Aber wenn ihr eure stabile Truppe habt, dann nennt ihr euch die starken Parkwächter. Im Idealfall habt ihr euch sogar schon über Monate hinweg so ein bisschen Gedanken über das Logo gemacht. Und genau die Sachen erzählt ihr den Leuten. Ihr habt vielleicht, also ich würde es auch schon machen, macht ihr euch so einen Schriftzug hier vorne. Also ich würde hinten gar nichts drauf machen, ganz ehrlich, weil das sind alles Sachen, ihr müsst euch das verdienen. Auch als Club müsst ihr euch das verdienen, dass ihr das überhaupt gründen könnt. Und vorne könnt ihr das wohl machen. Ich glaube, das spielt so groß wie keine Rolle. Ich würde jetzt nicht so mit Präsident und der ganze Kram da drauf machen, aber so, dass man euch halt erkennt, ihr seid die starken Parkwächter. Einen ganz kleinen Brustpatch, vielleicht Logo würde ich vielleicht für vorne drauf dann auch irgendwann machen, so nach einer gewissen Zeit. Und ja, dann fahrt ihr so zu den Clubs und stellt euch vor, wer ihr seid, was ihr so macht und wie ihr euch das vorstellt. Die sagen euch, jo, so und so könnt ihr das machen, mit uns habt ihr keine Probleme, ihr seid respektvoll hier hingekommen, macht euren Weg, in einem Jahr treffen wir uns quasi wieder. Es gibt, was es auch ganz oft gibt, ist in gewissen Regionen gibt es so große Stammtische, wo sich mehrere Clubs an so einen Tisch setzen. Wenn es das gibt, dann wird euch der eine oder andere das in eurer Region dann auch sagen. Dann sagen die immer, wenn ihr alle abgefahren seid, dann hören wir das sowieso untereinander. Weil Leute, die Clubs sind untereinander vernetzt, weil der eine fährt auf die Party von Club A, der eine von Club A fährt auf den Club B Party und so weiter. Und da kommen dann genau solche Sachen dann auch zu Gesprächen. Das heißt, ihr stellt euch zwar selber vor, aber auch wenn ihr dann schon da wart, das wird weitergetragen und so weiter, Mundpropaganda, ganz einfach. Und dann nach einer gewissen Zeit sagen die, jo, pff, das sind echt gute Jungs, mit denen, das, also wenn es dann so ist, im Idealfall, ja, dann fahrt ihr wahrscheinlich nochmal irgendwo hin und dann macht er das Ding offiziell und dann seid ihr den Club und fertig. So, das ist, so ist eigentlich im Grunde genommen der Weg, wie man so einen Club gründet. Und es ist auch eigentlich gar nicht verkehrt. Das heißt, ihr seid ein paar Mannekes, fahrt über einen gewissen Zeitraum Klinken putzen und jo, wenn ihr die Einverständnis von euren regionalen Clubs habt, es kein Problem mit euren Namen gibt und kein Problem mit eurem Logo, dann werdet ihr von denen noch offiziell akzeptiert und fertig, Ende. Und dann fügt ihr euch in die Szene ein und ihr macht euer Ding und im Idealfall fahrt ihr dann auch weiterhin die ganzen anderen Sachen ab, so wie ihr Bock habt und fertig. So wäre eigentlich im Groben und Ganzen der Weg oder der korrekte Weg, wie man sowas macht. Warum ich jetzt persönlich davon so ein bisschen abrate, dass jetzt hier jeder von euch da mit 3 bis 5 Mann einen Club gründen sollte, ist einfach, es gibt so viele Clubs. Es gibt so viele Clubs und ich sage euch schon mal eins, der Nachwuchs fehlt. Es gibt ein paar junge Leute, ja, und es gibt auch viele Junge, die aus den falschen Gründen in so einen Club gehen. Und wenn ein paar gute Jungs von euch dabei sind, da Bock drauf haben, geht lieber, und wenn ihr auch mit 2-3 Mann seid, geht in einen vorhandenen Club rein. Es muss auch kein richtiger Motorradclub sein, ihr startet sowieso, das habe ich eben vergessen zu sagen, weil das muss ich noch eben anhängen. Wenn ihr euer Grüppchen gebildet habt, dann seid ihr sowieso, würde ich das sowieso als Motorradfreunde erstmal starten, also als MF, und das könnt ihr auch so kennzeichnen. Und sollte das nach ein paar Jahren oder wie auch immer, solltet ihr da so ein bisschen mehr hinterstehen und mehr Struktur drin haben, dann kann man sich überlegen, machen wir da einen richtigen Motorradclub draus oder bleiben wir Motorradfreunde. Die Regeln sind immer so ein bisschen, die Strukturen sind sehr ähnlich, eigentlich fast gleich, aber wie soll ich sagen, es ist trotzdem noch ein großer Unterschied, ob ihr jetzt einen MF gegründet habt, ne, nach eurer Interessengemeinschaft sozusagen, also das ist sowieso, eigentlich muss man das gar nicht so betiteln, Interessengemeinschaft, aber es ist halt einfach so. Wie zum Beispiel meine Scorpedius Community. Es ist ja auch eine Interessengemeinschaft, wenn man es mal so genau nimmt. Aber dafür braucht man kein Patch. Das ist auch sinnlos. Das ist Quatsch. Das ist eine Community und fertig, Ende. So wie ihr eure Community dann habt. Und, ne, also, da brauchst du nichts. Aber es gibt keinen Präsidenten hier. Es gibt nichts. So, ne? Aber wenn man halt vorhat, so was Festes zu gründen, dann hat man das ja.
dann ihr unter euch werdet eure Posten besetzen und ihr wollt dann ja auch ungefähr in so eine Richtung gehen. Vielleicht nicht ganz so stark wie die großen Clubs, vielleicht nicht ganz so streng. Dann seid ihr eher, ja, so, dann macht ihr eure Motorradfreunde, bums und fertig. Ihr trefft euch einmal im Monat oder wie oder was. Ihr habt deutlich weniger Verpflichtungen euch selbst gegenüber, euren selbsternannten Club gegenüber. Und wenn ihr dann mehr wollt und das sich auch so durchsetzt, dann kann man sich immer noch entscheiden, machen wir einen richtigen Club draus und was auch immer, ne? Aber so wäre der Weg, so einen kleinen Club zu gründen. Sei es jetzt ein MF oder ein MC. So ungefähr würde ich das machen. Oder genau so würde ich das sogar machen. Aber wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall um, selbst wenn ihr ein paar Mann seid, ob es nicht sogar passen würde, wenn ihr mit der Mannschaft in der Nähe irgendwas habt, wo ihr beitreten könnt. Denn es gibt, warum ich das jetzt sage, erzähle ich jetzt auch. Es gibt, seit Corona ausgebrochen ist, sind hier im Raum, bei uns hier, also zumindest bei mir in der Ecke hier, so viele Clubs entstanden. Die sind von heute auf morgen, sind irgendwelche Interessengemeinschaften, die schon von heute auf morgen ein Logo hatten, mit so und so vielen Leuten schon waren und hier einen auf harten Club machen wollen und sich im Internet so präsentieren, entstanden. Und die sind aber auch, viele davon sind aber auch ganz, ganz, ganz schnell auf die Fresse gefallen, weil denn mal die richtigen Clubs angeklopft haben, sag mal, hör mal, wer seid ihr denn, wo kommt ihr denn jetzt her? Und damit meine ich wirklich auf die Fresse gefallen. Und das wollt ihr ja nicht. Im Idealfall wollt ihr das ja nicht. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. So, weil das ist respektlos. Es gibt zwar kein Buch, es gibt keine geschriebenen Gesetze, aber es gibt ungeschriebene Gesetze. Und über die spreche ich so ein bisschen. Und wenn ihr da reingehen wollt, dann macht euch vorher schlau. Macht euch vorher schlau, wenn ihr in die Szene rein wollt. Weil sonst fallt ihr auf die Fresse. Das ist einfach so. Das ist auch kein Gerede irgendwie. Entweder es gibt gewisse Dinge, die kann man schönreden, es gibt gewisse Dinge, die kann man aber auch genau in die andere Richtung lenken, aber das sind halt einfach Fakten. So, und diese ganzen Corona-Clubs und ganzen Corona, weiß ich nicht, was da jetzt alles entstanden ist, diese ganzen Gruppen, sei es auf Instagram und sonst was, die mit 10, 20 Mann da wie so harte Rocker stehen, aber es macht die Szene so ein bisschen lächerlich, weil niemand Klinken putzen konnte. Niemand konnte sich vorstellen, und das ist genau die Zeit für solche Eierköpfe, die auf dem Boden gesprossen sind, weil sie sich nicht vorstellen konnten und mussten, weil es einfach nicht erlaubt war, gerade auch. Wenn du die Sache richtig angehen wolltest, dann hättest du es trotzdem getan oder hättest ein bisschen gewartet oder hättest den Kontakt andersrum gesucht, aber nein, es ist so viel Müll aus dem Boden gestampft, in den letzten, ja, jetzt dieses Jahr nicht, aber ich sag mal von 2020 bis Ende 2022, Anfang 2023, und davon ist so viel auch schon wieder weg, weil die sind dafür nicht geschaffen. Die wollten dann mal, weiß ich nicht, den harten Wochenendrocker rauslassen, und damit sind sie auf die Schnauze gefallen. Leute, genau sowas, genau das ist halt, warum ich dieses Video mache. Wenn ihr sowas vorhabt, dann macht es anständig oder lasst die Scheiße sein. Ist einfach so. Macht das anständig oder lasst die Scheiße sein. Ihr zieht uns damit, also die wirklich da in der Szene aktiv sind, vollkommen in den Dreck, weil keiner weiß, wer ihr seid. Ihr benehmt euch, jetzt nicht ihr, ich sag jetzt mal hier euer harte Straßenpark, Laternenclub, wie habe ich den nochmal genannt? Ich habe schon wieder vergessen. Aber, ja komm, Fahrer, was ist mit dir? So, wenn ihr, ich sag jetzt mal, dann gibt es halt andere Jungs, die Auswahl vorhaben, aber wollen dann den Möchtegern harten markieren und benehmen sich daneben. Und dann, das ist dann all das wieder, was auf die ganz normalen Rocker zurückfällt. Und dann heißt das wieder, scheiß Rocker, muss wieder alles verboten werden und all so ein Scheiß. Und genau deswegen sind die Clubs so empfindlich über so etwas gegenüber. Es sind zu viele Fische in so einem kleinen Topf. Entweder schwimmt ihr mit einem passenden Schwarm über oder lasst es sein. Es ist einfach so. Das ist das, was ich euch versuche, die ganze Zeit so ein bisschen einzutrichtern. Wenn ihr nicht wisst, was ihr da tut, dann sowieso sein lassen. Das ist ungesund. Das ist ungesund. Für Psyche auf jeden Fall und alles andere auch. Aber solltet ihr das vorhaben und geht das auch richtig an, dann
Sollte dem nichts im Wege stehen, im Normalfall, es ist auch immer von Region zu Region unterschiedlich, aber in den meisten Fällen, und ihr seid wirklich ein paar Mann, probiert es aus. Ihr nennt euch die harten Straßen, harten Parkwächter, genau sowas. Die, weiß ich, die harten Parkwächter. Und ja, werdet ihr schon sehen, was wie möglich ist. Das werden euch die Leute auch sagen. Boah, schöner Opel, geil, leck mich am Zückerli. Schöner Opel, was war denn das für einer? Ja, ungefähr so würde ich das auch machen. Und bei mir gab es da ganz kurz die Überlegung, aber dafür weiß ich nicht. Ich hätte da jetzt auch nicht die Zeit für. Und es gibt genug andere Clubs, wo ich reingehen kann. Und ich kann mein Zeugs hier, Score-Piloten, als Community laufen lassen und fertig, Ende. Und damit bin ich zufrieden. Ich bin ja trotzdem aktiv in der Szene unterwegs. Und fertig, Ende. So. Und wie gesagt, das habe ich im letzten Video schon gesagt, ich habe da favorisierte Leute, wo ich aktuell ein Auge drauf habe und die auch so ein bisschen auf mich. Das weiß ich, das ist indirekt zur Sprache gekommen. Und aber wie gesagt, das ist halt auch mal so ein Zeitmanagement-Ding jetzt aktuell. Man muss das immer so ein bisschen abpassen und gucken, ob das irgendwie passt. So ist das aktuell bei mir der Fall. Aber macht da keine Dummheiten, Leute. Macht keine Dummheiten, macht die Dinge so ein bisschen anständig und dann werdet ihr doch respektiert und werdet doch anständig behandelt, weil ansonsten, ja, weiß ich nicht, muss ja nicht sein, dass man durch eine Schnabeltasse Nahrung zu sich nehmen muss, nur weil man blöd war. Kann passieren, muss nicht, Leute. Also nicht, dass ihr das jetzt versteht, dass man sofort da irgendwie die Art von Ärger bekommt, wo ihr dann nachher medizinische Versorgung braucht. Kommt vor, sage ich euch. Kommt vor, je nachdem, wie doof ihr wart oder wie doof der oder diejenige war. Aber um dem vorzubeugen, denn die Szene kann rau sein, die Szene soll auch rau sein und die Szene will rau sein und genau deswegen mag ich die Szene auch, weil sie ist ungeschont und ungeschönt vor allen Dingen. Passt euch an, wenn ihr dem gewachsen seid und ihr macht halt euer eigenes Ding, dann habt ihr ja jetzt ja quasi so eine grobe Richtlinie, so eine grobe Anleitung, was ihr machen könntet, wie gesagt könntet. Und den Rest werden euch schon die ansässigen Clubs übermitteln. Kann das sein, dass die gewisse Auflagen haben oder was weiß ich nicht. Vielleicht haben die schon eine Straßenwächtergruppe oder ne? So was zum Beispiel. Name passt nicht, Logo passt nicht oder ne, was auch immer. Und den Rest macht ihr halt für euch selbst aus. So, wenn ihr das, was ihr da erschaffen wollt, damit leben könnt und das alles so passt, wie euch das vorstellt und ihr habt dann das Okay von den ganzen umsässigen Clubs, dann nimmt doch das alles seinen Lauf und vielleicht habt ihr Glück und die Truppe, die ihr seit von Anfang an seid, wenn die so zusammenbleibt bis zum Ende eures Lebens, sage ich jetzt mal, das wäre ja im Idealfall so und ihr macht eure Touren weiterhin so, wie es halt war und nur unter gemeinsamer Flagge. Ey, das wäre doch ideal. Dann sollte wirklich von euch einer zugucken, auf den da zutrifft und ihr macht das so. Da wünsche ich euch auf jeden Fall Glück. Ich wünsche euch das Beste, was man sich nur wünschen kann. Und ich hoffe, dass das alles wunderbar läuft für euch da draußen. Auf jeden Fall. Das ist ja sowieso, im Idealfall ist ja sowas, wenn man ja sowieso schon seit Jahren miteinander fährt und sich dann einfach nur dazu entscheidet, sich dann jetzt noch so einen Namen drauf zu klatschen, solange ihr jetzt nicht irgendwie einen Dreiteiler da drauf macht oder sonst wie was, sondern einfach nur einen Namen und ein kleines Logo. Ich würde auch so mit vorne anfangen, weil ich am Anfang des Videos schon beschrieben habe. Und wenn das alles so angenommen wird und okay ist, dann macht ihr halt einfach noch ein großes Logo hinten drauf, vielleicht oben euer Name und fertig. So, das werden die euch schon sagen, was ihr wie machen könnt und dürft. Und wenn ihr euch auch in der Szene beweist und so, dann hat auch jeder da, dann ist auch ein respektvoller Umgang. Und so, das heißt nicht, dass man sich alles erkämpfen und erboxen muss. Nein, denn so wie man in den Wald reinschreit, so schallt er auch wieder raus. Und genauso so ist das in der Szene auch. Und fertig, mehr gibt es da eigentlich gar nicht. Seid ihr respektlos und macht euch einfach irgendwas und fahrt irgendwo hin. Man kennt euch nicht. Dann wird halt nachgefragt, dann wird nachgeforscht. Hey, wer sind die denn? Und dann kann das schon mal sein, dass erstmal ein paar Leute vor euch stehen. So, und um die Sache zu umgehen oder vorzubeugen, macht das halt anders. Fertig, Ende.
wenn ihr da meint wirklich, dass da was Ernsteres draus werden soll. Naja, wenn ihr wirklich nur so ein, was weiß ich nicht, keine, niemand interessiert sich für ein Community-Ding. Niemand interessiert sich irgendwie, wenn du sowieso nichts hinten drauf hast. Sobald ihr da anfängst, hinten irgendwie, ihr müsst euch dann auch mal überlegen, die Leute, die in Motorradclubs drin sind, die haben sich das ja über Jahre hinweg verdient. Und auch Clubs, die sich gründen, unter der Anleitung, die ich jetzt gerade gegeben habe, die verdienen sich das ja auch über einen gewissen Zeitraum. So. Und eben aufgrund, weil es schon so viele Clubs gibt, wird da so stark drauf geachtet. Weil es einfach auch genug schwarze Schafe gibt, die da einfach Mist machen. Und wenn ihr dir jetzt, ich habe das letztes Jahr, glaube ich, gesehen, oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war auch so eine Corona-Zeit, auch jemand, der mit seiner 125er auch eine Bobber hat und sich eine vollwertige Kutte zurechtgebaut hat, den habe ich auch gesagt, hör mal, das würde ich so überhaupt nicht machen, weil wenn ich dich damit anhalte, dann halte ich dich an, ganz einfach. Und es gibt, darüber mache ich aber ein extra Video. Es ist ja nicht alles verboten, was du da drauf machst. Und auch nicht alles ist immer nur Motorradclubs irgendwie, kann man zuordnen. Ne? Es gibt Sachen, du kannst deinen eigenen Namen da drauf machen. Du kannst auch einfach eine Interessengemeinschaft gründen und machst du dir vorne so einen Namen, so wie das mit dem Ding mit Scorpedius jetzt. Solange du keinen Club drauf hast oder irgendwelche anderen Club-Symbole oder Zahlen, die mit anderen beißen, das interessiert keine Sau. Es ist einfach so. Wenn sich daran jemand aufgeilt, ja, der hat ganz andere Probleme. Es ist echt so. Nee, aber dazu werde ich auch mal ein Video machen, was, wenn ihr in keinem Club seid und ihr habt auch eine Lederweste und möchtet euch da irgendwas drauf machen, da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, unterschiedlichsten Wege, was ihr euch da auch ohne Probleme drauf machen könnt. Und damit ihr da auch keine Probleme bekommt, weil das ist auch so eine Frage, die wurde so oft schon bei mir gestellt. Und ich habe das immer vertröstet, ja, mache ich und komm bald. Und ich hatte einfach dann wieder andere Themen im Kopf. Ja, wird auch bald irgendwann jetzt in den nächsten Wochen hier kommen. Genauso wie die Themen, die jetzt halt dran sind. Aber das ist jetzt halt so eine Reihe, die ich jetzt aufnehmen werde. Und da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ja. Aber so habt ihr schon mal so einen groben Anlauf. Wie gründe ich meinen eigenen Verein? Und wie gesagt, das ist keine hundertprozentige Anleitung. Das ist halt so ein... So ein Weg, einen möglichen Weg, den ich aufgezählt habe. Und ja, für die Leute, die ja sowieso aus der Szene kommen und dann sich denken, jetzt mache ich was Eigenes, die wissen sowieso, was sie tun und auf was sie sich einlassen. Und fertig, denen brauche ich da nichts erzählen. Und es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen Weg, aber so, das ist so ein einfacher Weg, so ein gängiger Weg, den man gehen kann, wenn man dieses Vorhaben ja, vorhat. Und fertig, das ist es eigentlich. Das ist eigentlich auch nicht so schwer. Es ist einfach nur so ein paar Sachen, die man so ein bisschen berücksichtigen sollte. Und dann gibt es eigentlich im Idealfall auch keine großartigen Probleme. Wenn ihr dann jetzt auch keine Leute drin, was auch noch vielleicht ein Problem werden könnte, wenn ihr dann Mitglied, wenn du jemanden dabei hast, der schon bekannt ist in der Motorradclub-Szene. Und ich sage euch jetzt mal etwas, was auch passieren könnte, unter Umständen. Ich weiß ja nicht, was ihr so für einen Freundeskreis habt und ihr habt dieses Vorhaben vor. Es könnte ja sein, dass einer dabei, der schon mal in einem Motorradclub war, der auch bekannt ist in der Szene und eventuell nicht positiv bekannt ist, sondern man kann ja in einem Motorradclub im Guten rausgehen und man kann aus dem Motorradclub im Schlechten rausgehen. Und ich sag jetzt mal, im Worst-Case-Szenario nenne ich ihn jetzt mal Heinrich. Heinrich war vorher also ihr nennt euch die bösen Parkwächter, der war vorher bei der, weiß ich nicht, wie soll ich die Scheiße nennen? Der war vorher bei den stinkenden, weiß ich nicht, bei den stinkenden Bahnschienen, nenne ich den Club mal stinkenden Bahnschienen. Und der ist da halt negativ aufgefallen, hat so viel Mist gemacht, hat ihn rausgeschmissen haben und einen Bad Standing verpasst haben. Bad Standing heißt, das ist so innerhalb der Szene ein Status, den du bekommst, wenn du in Unschönen rausgeworfen wirst. Und um auch Ärger zu vermeiden,
darfst du eine gewisse Zeit lang, ich glaube, den legt der Club selber fest, da gibt es jetzt keine, ist, wie gesagt, es gibt da kein Buch, den, wie bei Jesus, wie bei der Bibel, das ist jetzt so und so wird das gemacht, sondern ich sage jetzt mal, die stinkenden Bahnschienen-Club-Leuten haben den rausgeschmissen, sagen, die nächsten 3 Jahre wollen wir dich nirgendwo sehen, ansonsten gibt es Ärger mit dem Club und das werden wir auch mit den ganzen Clubs, mit denen wir befreundet sind und auch in der ganzen Szene werden wir es so verbreiten. Und wenn du so jemanden dabei hast, der aktuell noch den Status Bad Standing hat, also einen unschönen raus ist, das werden dir die Clubs dann sagen. Die fragen dann auch, jo, wen hast du dabei? Ist jemand Bekanntes dabei eventuell? Und du sagst das dann und sagst, hör mal, mit dem hast du ein Problem. Entweder wirst du ihn raus oder ihr dürft es nicht machen. Dann musst du dich entscheiden oder müsst ihr euch entscheiden. Lasst ihr den dann raus oder ihr lasst das ganze Vorhaben bleiben. Oder es gibt die dritte Möglichkeit, ihr lasst es drauf ankommen. Sage ich euch, wäre aber auch wieder nicht gesund. Dann kriegt ihr die Maschine über den Schädel gezogen. Nee, genau. Eigentlich ist es dann auch. Das war jetzt noch so ein Beispiel dazu. Ich glaube, das sind auch schon wieder, jetzt ist auch schon wieder so ein längeres Video. Ich laber mich hier schon wieder doof und dusselig. Das erste Video, wie man Clubbeitritt wird, glaube ich, schon so lange. Oder ich habe zumindest lange aufgenommen, aber naja. Leute, im Grunde genommen ist es dann auch schon gewesen. Ich glaube, mit Sicherheit wird es noch viele Kleinigkeiten geben, die man hätte erwähnen können oder was auch immer. Aber wie gesagt, ich schneide die Themen grobmäßig an. Denn die richtigen Erfahrungen müsst ihr halt auch selber machen. Aber so wisst ihr im Groben im Ganzen, was ihr machen könnt und was möglich wäre und welche Risiken die Möglichkeiten mit sich bringen könnten. Und fertig, Ende. Trotz alledem kann ich euch auch sagen, auch wenn es ein bisschen lästig ist, wenn ihr gerade was gründen wollt, ich weiß auch, gerade im Internet, boah, wir wollen uns gründen, aber wir haben keinen Bock da irgendwo fortzufahren und bla, das ist doch alles Kinderkacke. Das mag für den einen Kinderkacke sein, für den anderen ist das aber, hat aber auch mit Respekt zu tun. Man respektiert die einen, dann möchte man auch den Respekt zurückhaben und nur so, wenn du dir deine Sache auch respektvoll aufbaust, dann wirst du auch angesehen in der Szene. Ansonsten hast du da einfach Probleme. Ist so. Dann wirst du einfach Probleme bekommen. Auf die oder eine andere Art spielt da keine Rolle. Aber wie scheiße ist denn das, wenn man über euch lacht? Wenn ihr euch gegründet habt, einfach nur aus Doofheit. Weißt du, wisst ihr, wie ich meine? Da muss ja auch nicht sein, wenn ihr da ernsthaft machen wollt. Und selbst wenn ihr auch nur für euch sein wollt und überhaupt nicht wachsen wollt. Aber wenn man euch dann sieht und ihr habt dann was drauf, dann kann man sagen, ach, das sind die bösen Parkwächter. Die sind echt in Ordnung. Lasst die mal fahren. Und sind gute Jungs. So, das wäre doch ein schönes Gefühl, wenn ihr das dann irgendwann geschafft habt und diesen Status dann habt. Das wäre doch super. Ja, dann wünsch ich den starken Parkwächtern mal viel Glück. Aber ich laber hier wieder nur Scheiße, Leute. Ich laber nur Scheiße. Ah, schön. Nee, Leute, es ist schönes Wetter. Ich wünsche euch was. Fahrt vorsichtig. Und wenn ihr sowas hier mal vorhaben solltet, macht das mit Bedacht. Plant sowas anständig und nicht irgendwie mal aus einer Bierlaune heraus. Gut, das meiste entsteht sowieso aus einer Bierlaune, aber die weitere Planung sollte man doch anständig machen und dann habt ihr da auch keine Probleme. Und in dem Sinne halte ich jetzt auch meine Schnauze hier und mal gucken, wie tief kann ich runter? Ah doch, ich kann doch tief runter jetzt wieder. Schön, schön, schön. Ja, Leute, genau. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt mal eure Erfahrungen von mal. Also schreibt mal, am besten würde ich nur eure Erfahrungen hören von den Leuten, die sowas schon mal gemacht haben oder die sowas eventuell vorhaben oder gerade mittendrin sind oder auch Fragen haben. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Motorradclub Wikipedia oder eine Enzyklopädie, aber ich habe halt auch meine gewissen Erfahrungen drin und vielleicht die Leute, die zugucken und auch schon lange in der Szene sind, werden bestimmt auch mal. Ich würde mal eure Meinung dazu hören, aber ich denke mal, das ist so, das, was ich so gesagt habe, dass das schon so der Realität entspricht, wie man die Wege angehen kann. Leute, haut rein!
Wir sehen uns. Genießt den Spätsommer, wenn er nochmal kommt. Jetzt ist der Herbst, steht vor der Tür. Und man merkt es auch am Wetter. Trotzdem, ich versuche das ganze Jahr für euch da zu sein. Und werde jetzt hier fleißig noch Videos produzieren. Und wir sehen uns dann jetzt. Jetzt bin ich aber auch weg. So Leute, jetzt bin ich aber auch weg.